Hallöchen, Freunde. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play, beziehungsweise ich weiß nicht mal, zu der Forest, ja? Also, wir sind mal wieder da. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ah ja. So, wir wollen heute noch zwei Sachen beschaffen, die wir das letzte Mal nicht bekommen haben. Beziehungsweise eine Sache, die wir das letzte Mal nicht geholt haben. Und ich habe noch was anderes hier aufgeschrieben. So, und zwar die Taucherausrüstung. Ja, weil die ist nämlich auch ziemlich wichtig, habe ich bemerkt. Warte mal, ich nehme mal gerade. So. Deshalb. Ich glaube, wir sind der Kettensäge näher, weil die Taucherausrüstung, die ist bei uns zu Hause. Am großen Baum. Also in der Nähe davon. In der Höhle, wo wir schon mal drin waren. So, wir müssen zur 1. Weg folgen, nach rechts. Weitergehen, runterspringen. Weiter nach links. Seil runterklettern. Oder hochklettern, keine Ahnung. Weiter geradeaus, links die Kletteraxt, rechts dann Kanister. Genau. Also eigentlich ganz einfach. Und das ist... Ist das nicht direkt vor unserer Haustür? Warte mal. Die 1, die ist da bei dem Fluss. Ja, das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Also, hol mal die Karte. Ja, genau, da oben die Höhle ist das, wo wir jetzt da sind. Das heißt, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Das ist auch hoffentlich der richtige Weg, ja. So, ich weiß nicht, ob ich die Folge für euch schneiden werde. Wenn sie zu lang wird, dann schneide ich sie. Wenn nicht, dann halt nicht. So, ich habe volle Rüstung, fällt mir jetzt erst auf. Aber diese Knochenrüstung und diese andere. Das ist direkt hier vorne irgendwo. Ey, wie viele Bären gibt es denn hier? Warte mal, ich muss mal wieder ein bisschen lauter stellen. Weil die PlayStation mal wieder so laut ist, ich höre nichts. Ah, vielleicht bringt das ja sogar was, wenn ich die PlayStation, ja, die am besten Trains. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe es jetzt mal hochkant gestellt. Eventuell hört man die jetzt weniger. So, ich mache hier noch ein bisschen lauter. Auf 30 mal wieder. Ich habe hier keinen Platz mehr für alles. So. Wir stehen direkt davor. Da ist ein Hase. Das muss direkt hier unten eigentlich sein. Oder? Ja, ich gehe ja schon zurück, ich muss da lang. Hey, das muss irgendwo hier sein. Hey, ich bin genau drauf. Ist es hier oben? Hä? Ich stehe genau drauf. Wo ist der Eingang? Hä? Ich bin doch nicht blöd. Hier ist kein Eingang. Ist der im Wasser? Nee.
Was ist das denn? Käfig? Hier ist auch nichts. Nein! Ja, das ist doch nicht wahr. Ey, wo ist dieser Eingang? Ey, ich bin ja schon lange vorbeigelaufen. Der muss genau hier irgendwo sein. Hä? Da kann ich, ich muss mir das nochmal anschauen. Kann nicht wahr sein, dass ich das jetzt nicht finde. So. Hä? Ja, wahrscheinlich. Das ist auf der komplett anderen Seite. Da ist das Teil falsch angezeigt worden. Erstmal müssen wir auf die komplett andere Seite. So. Ist das jetzt immer noch da? Nein. Der Eingang ist da. Hier haben wir sogar ein Bild, dass der Eingang da ist. Oder was auch immer das ist. Rein da. Was ist das? Keine Ahnung. Ich sehe mal wieder absolut gar nichts. Übrigens habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, dass ich Batterien dabei habe. Das kann doch nicht sein. So, warte mal, ich muss mir die Beschreibung erstmal durchlesen. Weg folgen dann nach rechts. Weiter runterspringen. Okay. Oh Gott, erschreckt mich doch nicht so. So, hier nach rechts.
Da wahrscheinlich. Und jetzt da hängt eine Uhr, wieder nach rechts. Ah. So, Weg folgen. Hier ist das Seil, das muss ich runterklettern, ne? Nee, warte mal, was sagt der vom Seil? Runterspringen, ach so. Links dann das Seil. Feuer. So, weiter, dann links ist ein Seil. Ah, da. So, okay, das nach unten und dann. Upsala. Runterspringen, links Seil, geradeaus. Und da haben wir es eigentlich schon geschafft. Da kommt da jetzt gleich bestimmt noch ein Gegner. Gott, fall doch nicht, hör einfach wieder da runter. So, geradeaus. Wir haben es geschafft. Da ist die Kettensäge. Ein Stock. Noch ein Stock. Seil. Hier sind die Kanister. Kann ich dich mitnehmen? Hallo? Okay. So, schnell raus hier. Wenn ich den Ausgang jetzt wieder finde. Seil hoch. Jetzt habe ich gerade noch so, wa? So, dann rechts. Da brauche ich die Kletteraxt jetzt für. Da ausrüsten, hoch da, sehr schön, Katana. So, und jetzt runterspringen, nach links Weg folgen. Warum ist das Ding hier gerade aufgegangen? So, also links. Okay. Hä? Warum fallen hier andauernd irgendwelche Gegenstände einfach um? Was macht ihr denn da? So, ich speichere jetzt erstmal und dann müssen wir leider Gottes das hier alles jetzt verlassen. Ja, ich finde es hier mega schön. Hier sind nicht so viele Mutanten wie bei uns zu Hause. Aber leider müssen wir wieder nach Hause gehen. Und müssen dann wieder später hierher kommen. Wir haben nicht mal das Sinkhole gefunden, das müssen wir auch noch suchen. Ja, was heißt suchen? Wir wissen ja, wo es auf der Karte ist. So, und vor der nächsten Höhle habe ich ein bisschen Angst. Da sollen nämlich graue Mutanten sein. Leider weiß ich nicht wo, weil ich es mir nicht aufgeschrieben habe. Und ich weiß nicht, wie stark die sind. Wie stark die sind, kann ich nicht mehr richtig reden. So, Kettensäge haben wir jetzt auch. Ey, guckt euch das hier mal an. 138 Tage, meine Mutter. Die ist doch nicht mehr zu retten. So, Taucheranzug. Der Höhleneingang, also was man in der Höhle machen muss, ist eigentlich einfach. Weitergehen bis Holzwand, weitergehen, Seil runter. Ich habe Seil natürlich klein geschrieben, ja. Weitergehen, links Tauchausrüstung. Also ganz, eigentlich ganz einfach. So, ich muss zurück. Ich will nicht zurück.
So, was essen? Ich hab nichts zu essen. Ich hab keinen Snack. Ich hab ein Bein. Es ist verdorben. Weg damit. Ich hab nichts. Was ist das denn? Heidelbeerstrauß, sag mal. Aha. Von anderen Objekten. Nein, halt mal. Ich will das kombinieren. Energiemischung, Energiemischung plus. Nee, ich will was zu essen. Ringelblume. Gesundheitsmischung. Health Mix. Brauche ich alles nicht. Brauche was zu essen. Was ist das denn? Geld, Uhren, Heidelbeer, kann ich hier essen? Ja, ja, warte mal, bevor ich dann hier weggehe, hole ich mir da hinten ein paar Beeren mit. Damit ich nicht immer ganz so verhungert bin. So, dann können wir eine neue nachwachsen hier. Bevor ich jetzt hier für immer gehe. Was war das denn? Neue Pflanze entdeckt. Gott, der nimmt ja gleich das ganze Ding mit. Wie viel habe ich denn jetzt? Ey, was ist das denn? Heckenkirsche? Heidelbeer? Gibt es hier noch irgendwas? Ja, das sind doch die giftigen, ne? Ey, guck mal, wie viele Büsche hier sind. Ist das nichts? Nee. Wieder neue Pflanze entdeckt? Ah, das hier oder was? Haben wir hier noch diese weißen Beeren mit? Ey, wie viel sind denn hier? Ich kann nun endlich mitnehmen oder was? Hallo? Nee. Okay, nehme ich die jetzt gerade noch mit, dann reicht es auch noch. So, wir haben jetzt Schneebeeren, 6 Stück, 21 davon, 18 davon. Essen, 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 essen. Ich gehe jetzt nach alte Taschenlampe, sollte ich vielleicht mal wegpacken. Weg mit der Taschenlampe. Ach so. Das ist ja nicht wahr. Der bleibt nicht stehen. Kann ich das auch mitnehmen? Nee. So, ich speichere gerade nochmal. Und dann brechen wir auf nach Hause. Auf den Nachhauseweg. Ich habe ein bisschen Angst, nach Hause zu gehen. Ich weiß nicht, was auf dem Weg jetzt passiert. Vor allem, wenn es gleich Nacht wird. Können wir mal auf der Karte schauen. Wir müssen da runter. So, die letzte Folge war wirklich hier sehr schön. Hier gefällt es mir auf jeden Fall besser. Ich glaube, falls wir irgendwann nochmal eine zweite Staffel machen sollen, was ja schon definitiv bestätigt ist von mir selbst, ja, dass eine zweite Staffel kommt, die werden wir wohl definitiv hier verbringen. Irgendwie fühle ich mich hier sicherer als bei mir zu Hause, und das ist, glaube ich, nicht normal.
So, ich glaube, es wird gleich Nacht. Ich soll mich wohl besser beeilen hier. Ich muss ja jetzt nicht wirklich durch den Wald laufen. Darf ich mal schauen? Ah ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Genau hier muss ich jetzt hoch. Nee, das war gar nicht der Weg, ne? Ich bin ja mal irgendwo runtergefallen. Doch, doch, das war da oben, oder? Ich laufe ja halbwegs durch das Dorf jetzt durch. Da muss ich aufpassen. Soll ich das nicht mitnehmen? Nee, das funkelt andauernd so. So. Da hinten sind wir doch, oder? Ich sehe da doch schon was. Die Gegend hier, die kommt mir auch bekannt vor. Ja, da hinten ist mein Flugzeug. Wir haben es geschafft. So, und jetzt schnell speichern. Bevor irgendjemand wieder kommt. Und wenn jetzt irgend so ein Arm sie kommt und macht mein Haus kaputt, dann flipp ich aus. Hier ist auf jeden Fall keiner. Bauen wir das hier endlich mal fertig. So. Wenn ich jetzt in die Höhle reingehe, dann werde ich doch ganz sicherlich wieder nachts rauskommen. Deswegen lassen wir das schön. Ich habe hier draußen immer noch mein Essen hängen. Das müsste doch mittlerweile gar nicht mehr gut sein, oder? Was aufhängen kann ich gar nicht mehr. Meine Vögel, die habe ich alle vermisst. So, wir können ja mal wieder ins Flugzeug gehen. Oh Gott, ich habe mich gerade wirklich von dem Strauch erschrocken. So, ein letztes Mal schauen wir, was es hier so alles gibt. Was zu essen. Brauche ich nicht. Soda. Kann ich erstmal mitnehmen. Medizin kann ich gar nicht mehr mitnehmen. Hier kann ich ja wieder was Neues anpflanzen. Aha. Ich glaube, das werden wir niemals ernten. Warum kommt der Wind schon wieder? Muss ich wieder Angst haben, dass gleich irgendjemand kommt? So, ich stelle hier erstmal ein paar meiner Medikamente auf. Meine ganzen Hasen. Und mein Reh. Moment mal, da fehlt doch... Ah, nee, da ist er. Da sind beide. Mein Eichhörnchen. Noch ein Reh. Gott sei Dank kein Ziegenbock. Mein Vogelhäuschen. Hä? Also. Was hab ich überhaupt hier alles dabei? Heidelbeeren, Schneebeeren. Timmys Spielzeug. Ja, das fehlt ja auch noch. Ich hoffe, da brauche ich nicht alle Teile für. Katana, mein bester Freund. Leuchtpistole. Das Zeichen, Höhlenkarte. Altes Foto, 7 von 8. Ja, sieht doch schön aus. Hier ist niemand. Wir können ja mal. Wir haben schon lange nicht mehr hier drin geschaut. Schauen wir mal, was wir hier so bauen können. Im Garten können wir noch mal machen. Nee. Trockenstell Hasenkäfig haben wir ja jetzt. Kleiner Schrank.
In der nächsten Staffel versuche ich auf jeden Fall mehr Abwehr hier zu haben. Nee, halt mal. So, wir müssen noch ein bisschen warten, bis es ganz Nacht ist, dann können wir schlafen. Ich kann hier mal so was aufhängen. Ich habe ja gar kein Licht hier drin. Ins Vogelhäuschen? Nee, hier über die Tür. Oh ne, die andere Richtung. Oh ne, ey, das ist ja jetzt nicht dein Ernst. Baue ich da nochmal sowas hin? Ja. Jetzt sehe ich da draußen nichts mehr. Sehr schön. So, aber es ist Nacht, das heißt, ich kann schlafen. Das sind Vogelfedern. So. Ah, sehr schön. So, ich habe Hunger. Da rennt ein Kanickel. So, fresse ich gerade hier das mal. Den Hasen. Der war Gott sei Dank noch gut. Hier trinke ich mit ein bisschen Wasser. Da ist gar kein Wasser mehr drin. Das ist alles schon verdunstet. Sehr schön. Und meine Soda jetzt trinken. So, und jetzt brechen wir auf. Da fällt schon wieder irgendwas durch die Gegend. Ich wundere mich schon gar nicht mehr. Das ist der Hase. Oh, guck mal da, wie schön. Wir sind ganz da unten. Ja, sehr schön. Hier sind Haie drin, die habe ich immer noch nicht gesehen. Die mögen mich halt nicht. Alle Welt hasst mich. Nicht mal Haie kommen mich besuchen. Ich sehe auch keinen. Die soll man ja sehen. An dieser Hinterflosse da, die da immer rausguckt. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Oh, wie schön. So, ich muss zu dem ihren heiligen Baum, ne? Wir sind eigentlich noch gut in der Zeit. Ich glaube, das hier ist die vorletzte Folge. Wenn wir nicht Timmys Spielzeug brauchen. Sorry. Oh. So. Vielleicht sind wir mal da. Also wir befinden uns hier im großen Baum. Laufen jetzt hier geradeaus in den Wald hinein. An diesem kleinen Teich vorbei. Und dann links halten. Da ist es, oder? Ist das nicht das Teil, wo wir letztens waren? Ah, nee, das ist das Ding. Okay, rein da. So, da sind jetzt Gegner drin. Was? Naja, Eintrag auf der To-Do-Liste. Was ist denn da jetzt? Was? Heraufzuklettern?
Nach auf zu klettern, wie bitte? Aufzuklettern. Finde einen Weg in die Felswände. Erkunde hängende Höhle. Wie bitte? Erkunde feuchte Höhle. Erkunde unter Wasserhöhle. Aha. Meine Taschenlampe. Die ist bald leer. So, warte mal. Weitergehen bis zur Holzwand. Und das sind irgendwo Gegner. Hallöle, Hallöle. Wo sind denn die Gegnerchen? Seid ihr hier? Nein, seid ihr da? Nee. Wir sind... Ich weiß es nicht, wo wir sind. Wir sind Sei? Nein. Jetzt sag nicht, das ist die Höhle, wo wir letztens drin waren, weil das kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Das heißt, hier waren die Gegner, die sind gar nicht mehr da. Da bewegen sich wieder irgendwelche Sachen. Warte mal, wo soll ich hier lang? Zur Holzwand. Es kann sein, dass die Holzwand nicht mehr da ist. Das sind gar keine Holzwände. Da ist die Holzwand. Hier sind wir, glaube ich, gar nicht lang gegangen, ne? Deshalb haben wir auch nicht die Tauchausrüstung gefunden. So, bis Holzwand, weitergehen, Seil runter. Ganz ruhig. Aber hier kommen gleich nochmal zwei Gegner. Und die habe ich noch nicht erledigt. Da vorne. Das sind ja drei. So viel hatte ich jetzt aber nicht in, aufgeschrieben hier. Ich habe ja gar keinen Molotovs mehr. Ja, sehr schön. Ich sehe nichts. Ich muss die Taschenlampe. Hallo? Ja? Ja, komm doch her. Was machst du denn? Was machst du denn da? Was macht ihr beide denn da? Was macht ihr da? Wollt ihr mal herkommen oder nicht? Ah, ey! Ey! Hä? Ah, ey. Hallo. Mehr da. Meine Taschenlampe, ich sehe hier gar nichts. Wie viele sind das denn noch? Ich sehe überhaupt nichts mehr. Hallo? 8%. Wo sind die Batterien? Ich sehe ja überhaupt nichts mehr. Ja, guck mal, ist doch gleich viel besser. Er lebt ja immer noch. So, die sind tot. Meine Rüstung ist weg. Das ist jetzt doch nicht euer Ernst. So, was soll ich machen? Seil runter. Okay. Das da. Das da auch noch.
Und jetzt? Ne, 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 ne. Seil runter, weiter links. Die Tauchausrüstung. Aha. Dankeschön. So, da kann ich jetzt weiter tauchen. Da muss ich aber nicht weiter tauchen, denke ich mal. Ich gehe wieder zurück. Sehr schön. Somit haben wir alle Waffen, die nötig sind für den Boss. Oder die ich haben wollte, sagen wir mal so. Hol ich mal hier ein bisschen aus. Nächstes Teil. Waren wir da lang, ne? So, da ist das Seil. Ach komm, ich gehe gerade da hinten wieder durch. Da ist der Ausgang, der Ausgang. Ich muss hier raus. Oh, schreckt mich doch nicht so, ey. So. Okay. Jetzt muss ich nur nach Hause und speichern. Das wird wahrscheinlich wieder schwerer, als es ist. Oder als es sein sollte. Ich sehe immer noch keinen Hai. Wir können ja mal die Taucherrüstung anziehen. Wo sind die? Hier oben irgendwo? Ah, Tauchgerät. Schwimme unter Wasser längere Strecken. Ah, sogar mit eingebauter Taschenlampe. Sehr schön. Aber ich sehe irgendwie immer noch nichts. Und ein Hai sehe ich auch nicht. Was ist denn das für eine Verarsche? Na gut, sieht das Teil wieder aus. Ablegen. So, ich will nach Hause. Oh, wir haben hier endlich mal gute Beeren. Hier auch. Heidelbeerstrauch gesammelt. Oh.
Entschuldigung. War mit Absicht. So, haben wir wieder irgendeinen Besuch hier? Ich denke nicht. Das Flugzeug sieht doch wunderschön aus, ne? So, schnell speichern. Wenn jetzt hier jemand drin stände, ne? So, Tag 25. Und ich muss jetzt eigentlich nur noch wieder da hinten hin zum Sinkhole. Und dann haben wir es geschafft. Also ne, wir müssen dann natürlich auch noch das Ende erreichen. Ich hoffe, man braucht nicht das ganze Spielzeug. So, ja, was machen wir hier jetzt noch? Wir können ja hier noch so ein paar Sachen hier hinstellen, oder? Nee. Hier ist mein Feuer. Mein Schädeldings da. Ich glaube, das ist das Älteste, was hier noch steht. Unser Baumhaus, das wir noch mal neu gemacht haben. Mit nichts drin. Da unser Flugzeug, unser riesiges Haus, wofür wir drei Folgen geschuftet haben, unser kleines Haus da hinten, was ich nochmal neu aufbauen musste. Unser Garten, Trockengestell, Treppe, Wassersammler, sonst haben wir nichts. Kann ich rausspringen? Das war mein letzter Vogel, den ich getötet habe. Der Arme. Die Feder nehme ich mit, die auch. Ich habe schon wieder die Taschenlampe an. Ich sehe hier gar keinen. Ich will hier raus. So, was ich jetzt vorhabe, wenn ihr euch fragt, was ich hier mache. Ich warte, bis es Nacht wird. Dann schlafe ich. Und dann gehe ich los. Ich kann ja hier in der Zeit noch ein paar Stücke hier abhacken. Kann man ja hier noch irgendwie sowas hinstellen. Mit Stöcken. Katapult. Verteidigungsdornenwand. Ne, da brauche ich glaube ich nicht mehr. Stockraben, Vogelhäuschen. Felllager. Knochenkorb. Hier so ein Rüstungsgestell hier. Es kommt da drauf. Das kann ich da drauf. Und dahin. Kriegen wir sowieso nicht fertig, aber ist egal.
Haben wir hier auch noch was? Hier waren wir nie so richtig gewesen. Immer nur um so ein paar Bäume abzuhacken. Was soll das denn jetzt? Finde ich jetzt aber nicht so lustig. Hallo? Was macht ihr da hinten alle? Wie viel sind denn das bitte? Da steht mein Reh! Das Reh hat das alles angezettelt, ich glaub's ja wohl nicht. Hat mich beobachtet, wie ich die Stücke abgerissen habe und jetzt Umweltverschmutzung oder was? Vandalismus meine ich. Wo sind die hin? Die einen sind da lang gelaufen, die anderen da lang. Teilen die sich jetzt auf? Das ist doch nicht wahr, ey. Du bist an allem schuld. Ah. So. Deine Leiche bleibt da hängen. Umbringen wollte der mich. Ich glaub's ja wohl nicht. So. Das lockt jetzt schön die anderen Kannibalen an. Mh, lecker. So, ich sehe mal wieder keinen. Ich esse da kurz was. Ey, ich schwör's euch, wenn ich hier noch ein einziges Reh sehe, das bringe ich sofort um. Nur Vögel, kein Reh, Gott sei Dank. Wo sind die alle hin? Sind die durch den Fluch des Rehs aufgelöst worden oder was? So, da haben wir doch auch noch. Wer war das denn da hinten? Ist da jemand gelaufen oder war das wieder? Ich weiß nicht. Irgendein Koffer, der durch die Gegend geflogen ist. Hallo? Kann ja mal schauen, vielleicht sehe ich das ja von hier oben. Hä, wachsen die ganzen Stöcke-Dinger hier wieder nach? So, langsam wird es auch Nacht. Das heißt, ich muss mich von meiner Welt verabschieden. Ich will nicht, dass es schon vorbei ist. Doch, will ich eigentlich. Ich bin froh, wenn wir hier fertig sind. Hier kann doch keiner mehr richtig leben. Ich meine, was ist das für ein seltsames Projekt, was ist hier schon alles passiert? Essen? Aber jetzt habe ich schon meine Beeren gezüchtet. Ja gut, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Hab ich nicht Aloe Vera Pflanzen? Mach die Tür zu. Nee, nur Aloe Vera. Warte mal, was kann ich damit machen? Health Mix? Gesundheitsmischung? Was ist denn der Unterschied zwischen Gesundheitsmischung und Health Mix? Das ist doch eigentlich das gleiche. Energiemischung. Macht er ja Gesundheitsmischung. So, was ist denn das? Ringelblume. Stellt Gesundheit wieder her, falls das hier mal leer ist. Wozu kann ich das hier gebrauchen? Chicorée, Energiemischung, Energiemischung. Das ist so eine Ringelblume, ne? Hä? Nee? Das ist so eine Ringelblume. Habe ich eine Energiemischung oder was? Ich weiß es nicht.
So, was kann ich damit jetzt noch alles machen? Haufmix? Ne, da kann ich nichts mehr mitmachen. Weg damit. So, Leiterplatte. Wie geht das? Ja, ich habe keinen Alkohol. Zähne. Kann ich meinen Katana mit Zähnen verbessern? Mit giftigen Beeren. Ne, die sind das nicht. Die sind es. Mal schauen, was das bringt, wenn die vergiftet sind. 4. Geht das nochmal? Sonst kann ich damit nichts machen. Na gut. Die hier ist ja auch schon. Brennende Waffe, Geschwindigkeitswaffe mit Federn. Und Baumharz. Baumharz habe ich genug. Haben schon Federn genug? Ach, mehr geht gar nicht? Warte mal. Die hier! Achso, wer ist richtig? Geschwindigkeitswaffe, Schaden zum Geschwindigkeitswaffe. Hä? Geht das gar nicht mehr? Kann ich die irgendwie verbessern? Nee. Die? Nee. Okay, ist es mitten? Nee, ist es nicht. Noch ein bisschen warten, dann kann ich schlafen. Kann ich eigentlich jetzt auch schon, aber... mach ich halt nicht. Hehehe. Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm. Da kommt ein deutscher Panzer und fährt ihn um. Nee, das Reh zertrampelt ihn. So, jetzt gehe ich schlafen. Hoffentlich werde ich nicht wieder mitten in der Nacht wach. Ne, sehr schön. So, speichern noch ein letztes Mal. Und jetzt brechen wir auf. Eigentlich können wir die Folge jetzt gerade beenden. Aber machen wir das halt am Sinkhole. Ne, da kann ich ja gar nicht speichern, ne? Muss ich mal wieder da so eine Base bauen. Ich flippe hier noch raus. So. Der Tag ist gekommen. Ich muss was essen. Was ist das denn? So, ich esse ganz schnell was. Ich trinke ganz schnell was. So, und jetzt gehe ich los. In die Richtung. Sehr schön, da ist auch kein Dorf. Also wo ich genau reinlaufe. Ey, was soll das denn jetzt? Das finde ich aber jetzt nicht so lustig. Mitten im Wald fallen, da sehe ich euch nicht. Da denke ich, ihr werdet Bäume, dann schlage ich einen einsamen Baum. Ja, eins, nee, die Bäume, die sind ganz und gar nicht einfach. Ja. Haben die mich nicht mal gesehen? Die haben mich ja nicht mal gesehen. Die sind einfach an mir vorbei. Ey, die sind so dumm, ey. Da oben steht der rote Kannibale. Ne, den sehen wir wohl in der nächsten Folge. Der Doktor. Das ist ein Schneeberg. Ich muss doch irgendwo in die Richtung.
Ich gehe erstmal da hinten hin. Ich gehe erstmal da hinten zu unserer Base und von dort aus suche ich dann irgendwie den Weg zum Sinkhole. Oje. Hier ist ja irgendwo die andere Höhle, oder? Ja. Schreck mich doch nicht so. Ich dachte gerade, das wäre ein Krokodil. Hä? Was ist da denn los? Irgendwie verliere ich doch viel weniger Energie, oder? Also, ja, das dauert länger. Oder? Ich kann doch jetzt irgendwie mehr rennen. Was hab ich denn genommen? Warte mal, ich muss da hin. So, da ist ja mein Haus. Das ist doch alles so, wie ich es verlassen habe. Speichern. Was war das denn? Mein Antivirenprogramm schon wieder. So. Das ist jetzt das Ende. Kompass in die Hand. Ich muss da irgendwie in die Richtung. Da hinten irgendwo muss das sein. Da sind auch noch genug Bäume. Sehr schön. Ist das ein Stück Holz oder wer ist da umgefallen? Das sah von da oben aus wie so eine Frau. Und beim Schneiden der letzten Folge, da war ja dieses Krokodil, ne? Wo ich da einfach über so einen Fluss geschwommen bin und da habe ich da irgendwas nachgeschaut. Und auf einmal hat mich so ein Krokodil gebissen. Da habe ich nachgeschaut im Schnitt. Ich habe mich genau vor das Krokodil gestellt und habe dann das nachgeschaut. So, hier kam ja letztens der Armsi, ne? Ja, komm schon mal schneller hier. Da muss ich lang. Hier irgendwo müsste doch das Sinkhole sein, oder? Ich habe da so einen kleinen Trick, wie man da einfach reinkommt. Oh, was zu essen, dankeschön. Ich habe nämlich gar nichts zu essen mit. Fällt mir jetzt erst auf. Da liegt schon wieder so eine Frau. Oh, noch was, dankeschön. Oh, unbedingt was zu essen. Na gut, ich habe meine Beeren dabei. Aber die bringen nicht gerade viel. Das müsste doch hier irgendwo sein. Nee, da muss ich noch viel weiter in die Richtung. Wer war das denn? Das muss irgendwo da hinten sein. Ey, wie schnell können die denn rennen? So schnell kann ich nicht mehr laufen. Da sind ja mehrere. Also, ja, drei sind's.
Okay, die laufen weg. Dann bist du erstmal dran. Ey! Ah! Ey! Hallo, schlag dazu! Wo ist der Tarn? Ich brauch den. Wo sind die anderen hin? Meine Rüstung ist weg. Ist ja nicht wahr. Ich habe ja Gott sei Dank noch genug Rüstung. Ich habe noch hier eine Knochenrüstung. Ich brauche 7 Knochen, ne? Um so eine Knochenrüstung zu machen. Nee. Zweimal Stoff und was noch? Dreimal Stoff. Anziehen. Habe ich noch Echsenhaut? Ziehe ich auch an. Rehfell. Kann ich das nicht? Anziehen. Wasserschlauch, Speertasche, Wärmeanzug. Kann ich anscheinend gar nicht anziehen. So, weiter in die Richtung. Gibt's Blut überstrebt? Oh. Wasch dich. Aber das ist dein Ende. Nicht beim Baden zuschauen. Was bist du denn für einer? Darf ich nicht mal einmal baden? Ich halte mich wenigstens sauber, nicht so wie du. Wie hängt der denn da? Und was macht der da? Komm her. Nicht wegrennen. Das war der Hase. So, wo ist er hin? So, ich bin der Herrscher hier, ne? Neuer Eintrag der To-Do-Liste. Ah, hier bin ich ja. Sehr schön. Keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Vielleicht ist er da reingefallen. So, auf jeden Fall. Wir versuchen in der nächsten Folge da runterzukommen. Mit einem kleinen Trick. Und dafür muss ich mir das Video intensiv nochmal genau anschauen. Sondern ich muss mir jetzt hier erstmal ein kleines Haus irgendwo hinbauen. Genau nebendran am besten. Hier hin. Ich schau mal gerade mal auf die To-Do-Liste. Finde einen Weg in den Kessel. Ja, das mache ich. So, mit Ausblick dahin. Kann ich eigentlich damit auch Bäume fällen? Nee. Upsala. So, das ist jetzt das letzte, was wir für heute machen. Na. Baumfeld. Bam. Nee, rollt doch nicht da runter. Wer war denn das? Ah, oh, schon wieder so. Oh Gott, ey. Wo kommt ihr denn alle her? Das ist der Feuerwerfer schon wieder. Da stehen. Was macht... Was macht ihr da? Ey. Ich kann nicht mehr rennen. Wo ist... Hab ich nicht... Gesundheit nix? Ich brauch doch so eine Energie. Was soll ich denn damit? Ja, ich habe natürlich nicht so ein Teil.
muss mal ins Wasser. Ah! Ey! Ich muss mal ganz kurz. Der andere rennt darum. Den kenne ich als erstes. Oh, ich brauche was zu essen. Was macht ihr denn da? Ey! Sind das Tennisbälle? Warte mal kurz, ich muss was essen, ja? Essbar. Ja, dann ess das doch auch. Ah, wenn ich trinke, geht das auch. Okay. Warum rennt denn der Boss jetzt weg? Du, guck mal, wie sie wegrennen. So, und du bist die Erste. Du auch. So, und jetzt bist du dran. Ey, wie viel hält denn der aus? Was machst du? Du bist doch nicht tot, das sehe ich doch. Na, hast du Angst? Was hat denn der in der Hand? Ganz ruhig! Da ist der Anführer. Das ist ganz der Anführer. Ey, was macht ihr da, ey? Zieh ihn nicht da weg, der bleibt schöner liegen. Genauso wie du. Was hat der für Kreuze hier? Habt ihr gesehen, ey, der lebt ja noch. Habt ihr gesehen, der wollte den gerade mitnehmen. So, wo ist der Anführer, der fehlt noch. Da läuft er. Das ist auch nicht der Anführer. Wie viel seid ihr denn? Wo habt ihr den Anführer hingemacht? Da hinten läuft er. Den nehme ich mir jetzt vor. Wo willst du denn hinspringen? Ey, wie viel hält denn der aus? Sir, wir können darüber reden. Sie hauen ab und kommen nie wieder zurück. Guck mal, mit dem kann man in Worten reden. In Worten reden, ja. Oder halt doch nicht. Der versteht die Sprache noch nicht ganz so gut, ja. Der muss das noch lernen. Du gehen ab. Entschuldigung. Hast du da CDs hängen? Was hast du dazu zu sagen? Okay, halte ich für gut. So, wie viel seid ihr denn? Da ist ja noch einer. Hältst du dich gleich an die Abmachung? Ey, was machst du denn? Ey, bleib da schön unten. Der Baum könnte doch einstürzen, das wollen wir doch nicht. Sir, was soll denn das? Sir, hallo. Komm da runter jetzt, du Affe. Kommst du mal wieder da runter? Ich fäll dir gleich deinen Baum. Ich geh mal ein bisschen weiter weg, vielleicht kommt er dann von selbst. Aha. Nee, du gehst nicht wieder den Baum hoch. Ey! Du warst die letzte Überlebende. So, jetzt geht's weiter. Das war die kurze Werbeunterbrechung vom Katana. Hallo, wo habt ihr... Ey, die haben meinen Baumstämme geklaut. Das waren doch vier Arten, die sind hier runtergerollt. Wie kann der denn da runterrollen?
So. Also, für die vielen, oder sah das gerade nur viel aus? Das waren doch bestimmt 10 Stück oder so. Wo sind die ganzen Leichen so schnell hin? Die hat doch irgendeiner weggetragen. Ne, da liegt einer. Ich soll vielleicht mal was essen. So, noch wie viel? Du bist gut überstrebt, Basti. Noch 7. Wo ist die Sonne? Da. Okay, das dürfte ich noch schaffen. Ich bin ja immer noch blutüberströmt. Ah ne, jetzt nicht mehr. So, ich muss den ganz dringend ihre Bäume hier abholzen. So kann das nicht hier weitergehen. Wer war denn das jetzt? Nein! Ich dachte, da hinten kommt schon wieder jemand. Bumm. Sehr gut. Mache ich hier vorne wieder ein Feuer. Sowas. Speichern. Ganz, ganz wichtig. Wenn jetzt so ein Arm sie kommt und macht mir mein Haus kaputt, ne? Dann raste ich aus. So, haben wir noch irgendwas zu essen hier? Irgendein Vogel oder so? Hier ist gar nichts. Steine. Fische gibt's hier auch nicht. Beeren gibt's hier nicht mal. Sehr schön. So, das ist mein ganzes Essen. Das muss reichen, bis ich beim Boss bin. So, okay, Freunde. Das heißt, ich speichere jetzt hier. Und dann war es das erstmal von der wohl vorerst vorletzten Folge. Mal schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Schaffen wir den Boss? Schaffen wir ihn nicht? Oder erlegen sie mich? Ich weiß doch selbst nicht. Also seid gespannt auf die nächste Folge The Forest. Bis zum nächsten Mal, bis dann und rein und ciao.